Ganz im Gegenteil, letztendlich ist es gar keine Gratwanderung für uns, sondern eine Verpflichtung. Die 160 Jahre, auf die wir zurückblicken, die sind in der Tat auf Innovation gegründet. Das begann alles damit, dass der Wilhelm Carl Reius zum allerersten Mal Platin schmelzen konnte bei hohen Temperaturen. Und diese Tradition der Innovation hat sich bis heute fortgesetzt und wird von uns auch bewahrt. Und das äußert sich darin, dass wir zum Beispiel sehr dezentral strukturiert und aufgebaut sind, in vielen, vielen Business Unit jeden Tag an neuen Ideen, an neuen Produkten arbeiten. Wir sind ja mit unseren Produkten für den Endkunden gar nicht so sichtbar, weil wir uns im Bereich der Materialtechnologien bewegen. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf das hören, was uns unsere Kunden sagen. Und da können Sie sich vorstellen, dass gerade im Bereich der Materialwissenschaften da viele, viele Themen auf uns einprasseln. Insbesondere, wenn es darum geht, zum einen Materialien zu substituieren, also strategisch wichtige Metalle als Beispiel genannt zu substituieren, aber auch letztendlich zu recyceln. Denn auch das ist ein ganz wichtiges Standbein für uns, dass wir hochwertige Metalle und Materialien dem Kreislauf wieder zuführen und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das beschäftigt mich in der Tat sehr viel, generell auch das ganze Thema Energieversorgung, dezentrale Energieversorgung. Das ist also auch ein gewissermaßen Hobby von mir, dem ich ganz gerne nachgehe. Also das hat auch so die ganze Bandbreite von Windenergie über die Photovoltaik bis hin auch, was mich momentan interessiert, das Thema Mikrokraftwerke, also BHKWs, wie man die vielleicht in einem vernetzten System zukünftig auch für die privaten Haushalte nutzbar machen kann. Eine ganz wichtige, das ist natürlich das, was Sie auch von mir erwarten, was ich an dieser Stelle sage. Aber ich glaube, das kann ich gut begründen. Wenn ich in Hessen oder nach Hessen hineinschaue, dann gibt es ja große Themen wie das Thema Flughafen, Logistik und das Thema Finanzen, keine Frage. Ich glaube, dass hier noch viel mehr Potenzial schlummert im Bereich der Materialwissenschaften. Wir haben gerade hier in Hessen viele, viele namhafte Unternehmen, Merck, Umicore, Vakuumschmelze, unser Unternehmen Reius selbstverständlich und noch viele, viele andere, die sich übrigens in Form des Materials Valley zusammengefunden haben, um hier das Thema Materialkunde voranzubringen. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir hier noch intensiver als bisher auch Unterstützung seitens der Politik bekommen. Ich glaube, wir sind mit der jetzt gerade erfolgten Gründung des Fraunhofer-Instituts einen tüchtigen Schritt weitergekommen, um hier eine weitere Kompetenz, ein weiteres Kompetenzfeld in Hessen zu etablieren. Wir haben ja heute öfters mal das Stichwort Impulse gehört. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Wir reden über Innovation, wir reden über viele Themen, die noch gar nicht so greifbar sind. Und solche Veranstaltungen dienen dazu, Impulse zu setzen, Menschen zum Nachdenken anzureden, in eine bestimmte Richtung Dinge voranzutreiben. Und ich glaube, wenn einem das gelingt, dann hat man viel gekonnt, wenn es gelingt, bei dem einen oder anderen Impulse zu setzen, um wieder ein Stückchen weiter voranzukommen. Das ist natürlich wie immer das Thema Zukunft schwer prognostizierbar, aber was ich mir persönlich vorstellen könnte, ist das ganze Thema im Bereich der Energieversorgung. Diese Vision einer absolut dezentralen Energieversorgung, wo ich gar nicht mehr die leistungsstarken Netze letztendlich benötige, weil ich es über ganz, ein Smart Grid, dieses Stichwort, weil ich es über ein Netzwerk letztendlich gelungen ist, viele, viele Dinge miteinander zu vernetzen und smart abzurufen und letztendlich damit auch sehr geringe Verluste zu erzeugen. Also das wäre für mich auch eine sehr wünschenswerte Vision an der Stelle.